Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, dann wollen wir mal gleich einmal schnell eine neue Expedition starten. Machen wir heute mal die Gewerkschaftsbeiträge. Weil letztes Mal hatten wir, glaube ich, schon die Feuer aus der Asche mal wieder. Meint schon? Letzte Woche haben wir Feuer aus der Asche gemacht. Ja. Irgendwie so war das. Das heißt, wir machen jetzt hier mal kurz die Beiträge. Gucken uns das Ganze mal kurz an. Laufen da ganz kurz durch. Sammeln Stahl. Sammeln alles Mögliche ein. Und düsen durch. So. Selbst wenn ich das jetzt verkacke, kriegen wir jetzt trotzdem immer noch genug. Du kommst zurück? Sehr gut. Wir können dich hier gebrauchen. Treffen wir uns, wenn du in the pit bist. Ja, ich bin gleich da. So, und jetzt mit zwei Vierfachwaffen. So. Dann düsen wir erstmal durch hier. Wir sollen Hex einmal erreichen. Ruckel, ruckel, lade zu. Haben wir auch den ersten Stahl hier gleich. War einmal erst gegen Ende. Hier drin. Ja, ja. Oh, ich schau. Ja, komm. Er kann, du willst. So. Der Saboteur sorgt. Okay. Denn einmal zum Saboteur. Auch immer irgendwie dasselbe. Ich immer nur den Saboteur, wenn ich hier reinrenne. Wer bist du? Ach. So, Seelöwe. Allein. Wird los. Let's go. Da wird hier mal ein bisschen mit Radium verseucht gespielt. Obwohl, nee, 45er hatte ich ja noch so viele. Ich muss eigentlich hier mit der 556 spielen. Ich habe schon die ersten zwei erledigt. Nun sehen wir zu, dass du hier Gas gibst, ne? Ja, lass dunkel werden. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen, rechtschaffenen Bürger. So. Ja genau, willkommen im Fleischwolf. Ich bin getroffen! Ja, du merkst du aber recht früh, wa? Das merkst du ja richtig früh. Dass du getroffen worden bist. So, auf dich können wir auch noch mal ein bisschen rumholzen. Ihr schießt hier keine Augen aus. Hier eigentlich die Strahlung. Achso, da vorne ist die Strahlungsquelle. Auf zum nächsten. Naja, bin hinter dir. Nächstes Mal triffst du, ja? Aber nur das nächste Mal. Natürlich kann ich. Ne? Komm mal den Protektor nicht ran. Krieg ich euch alle. Kein Problem. So. Zack, einmal wieder 556 mitnehmen. Der Sprengsatz sitzt. Weiter geht's. Okay. Da war ich gerade ein bisschen fasziniert davon. So, dann machen wir erstmal dich. In mir steckt, kannst du uns nicht alle töten. Natürlich, kann ich immer noch. So, nehmen wir hier einmal kurz mit. Ja, natürlich. Ich kriege in sämtliche Löcher. Noch nie Teenage Mutant Ninja Turtles gesehen. Die wohnen auch in der Kanalisation. Das kann ich auch. So. Und jetzt noch... Na gut, auf dem stand ich schon die ganze Zeit drauf. Nicht heute. Ich will Kontrolle! Ich will dominieren!
Ja, dann dominier doch mal, aber nicht mich. So, noch jemand mit Ärger? Ne? Dann nehmen wir uns hier einmal mit. Ja, der knallt gleich. Vorsichtig. Macht den Puff. Oder auch nicht. Achso, er ist ja noch nicht in Sicherheit. Ne, ich laufe erstmal weiter. Wollen wir nochmal gucken, ob hier, Wer hätte das gedacht? Du bist noch in einem Stück. Wachen, alles okay. Dann einmal schnell hoch hier. Die unnötigen 5 Kronkorken abgeben, ja. Für den Glücksfaktor. So, und Hex, komm, nicht so viel husten. Ich huste selber schon genug. So. Es gibt noch. Danke. Bevor du los, pass da drin. Ja, lass mich los. Aua. So, Mission starten. Hey, nicht hier das Stahl einfach mitnehmen? So, dann gucken wir mal. Stahl. Mal sehen, ob was aufplümmt. Da ist was aufgeplümmt. Hier oben. Hätte ich beinahe nicht gesehen. Gut, dann einmal schnell hier durch. Hier hinten gucken. Ah! Offensichtlich habe ich auch noch nicht gesehen. Gut. Ihr seid meine letzten beiden Insekten, ne? Jawoll, Insekten in den Pit bestraft. gehen wir erstmal hier durch. Haben wir hier noch ein... Nee, haben wir nicht. Hier hinten haben wir ja auch größtenteils sauber gemacht. Wir hätten jetzt schon 3. Ah, da hätten wir sogar schon 4. Der Ecke liegt auch nochmal ein bisschen was. Entweder hier liegt jetzt noch 5, ansonsten gehe ich jetzt hinten rum rein. Aber 5 ist nicht hier. Na gut, dann gehen wir hinten rum rein. Den letzten können wir da drinnen auch noch suchen, weil ich muss ja auch noch die Vorräte einmal suchen. Dementsprechend passt das schon. Musst du den toten Briefkästen unserer Spione, bevor die Fanatiker sie aufspüren. Stell unser Signal ein und finde sie. So, dann wollen wir nochmal gucken hier. Ich kann ja eigentlich ein bisschen was mitnehmen. Alles. Stellst du dich zwischen dem anderen Müll? Ah, da drüben. Wie kannst du's wagen? Ich weiß nicht, wie ich es nicht wagen kann. Ich nehme mal kurz was mit. Jetzt muss ich eigentlich nur noch hören. Schießt du denn hin, meine Güte? Und ist jetzt nicht die Kiste, oder? Nee? Kiste ist er nicht. So, dann wollen wir mal zum ersten toten Briefkasten. Da ist was. Nein, da ist nichts. Alles. Oh, ich höre es piepen. Gut. Moment. Ach, ganz oben. Na gut, ich muss erstmal jetzt hier das andere piepen. Wo ist der Kasten? Gefährlicher Flüchtling unterwegs. Ich sehe ihn schon wieder nicht. Versuchen Sie nicht, ihn festzunehmen. Boah, ich habe fast drauf geguckt. Genau.
So, jetzt mal gucken, wie komme ich hoch? Für die Vorräte. Hier drüben war der Aufgang. Ah, kann ich auf... Ich festhängen. An der Seite. Na, holen wir uns jetzt nochmal die Vorräte da oben. Bieb, bieb, bieb. Ich weiß es nicht. Wo bist du hin? Endlich. Jetzt. Er hätte ja fast klappen können. Zurück nach The Pits. Nee, da müssen wir lang. Im nächsten toten Briefkasten. Halt! Da war noch ein Fusionskern. Den nehmen wir nochmal Gaudi mit. Ja. Eieiei. Das hätte jemand treffen können. Das hätte auch böse ins Auge gehen können. So, jetzt die nächsten. Müsste eigentlich oben sein, ne? Oder? Unten? Ne, es ist glaube ich eher unten. Auch nicht. Hier hinten. Da ist er. Irgendwas. Na. Gib mir den toten Briefkasten. Die Fanatiker brauen irgendwas Fieses zusammen. Laut unseren Spähern haben sie giftige Chemikalien für ihre Waffen besorgt. Dieses Gift ist ganz offensichtlich für uns bestimmt. Du musst es unbedingt komplett vernichten. Na, komplett heißt komplett. Ich muss hier drüben rüber. Damit wir hier oben einmal durchgehen können. Ist es. So. Next. Nach The Pit. Flüchtig wurde. Oh. Nicht zu nah kommen, Mensch. Hab doch Berührungsängste. Nervt aber ein bisschen, wenn ihr mich jetzt hier alle behaken wollt. War es das wert? Du brauchst gleich mehr als nur eine Lunge. Wollt ihr denn jetzt alle... Kommt ihr jetzt alle hier oben in die Ecke? Na dann, kommt her hier. Knallt hier ordentlich. So, ist jetzt aber die Frage, wer hat mich jetzt hier noch auf dem Kicker? Ich kann's kaum noch erwarten. Ich finde dich. Glaub mir. Ja, ich dich aber noch nicht. Glaub mir. Mal nicht. So. Fehlen noch. Da haben wir den nächsten. Ich wollte gerade sagen, da fehlt noch Matt. Ich bin noch nicht mal richtig im blutbefleckten Modus hier. Hoffentlich finden mich diese Dinger nicht. Jetzt. Sieht zwar immer richtig aus, aber... Dieser Schrecken. Richtig sieht anders aus. So, da haben wir den nächsten. Puff. Und der letzte ist da unten. Hier, ab rüber da. Da gehe ich von unten. Blauer wär's. Da war die Tür. Alter, du hast aber auch eine Atmung, Kollege. Ist es vorbei? Die suchen ja heute mal richtig. Was ist hier los? Sag mal, der Wahnsinn. Die Fanatiker haben heute richtig Bock. Aber so richtig Bock. Gut, habe ich auch mal Bock. Bisschen mehr hier zu machen. Ah, ob ich das noch bis Fastnacht schaff? Oh. Bisschen zu viel zu tun heute wieder mal.
Suche. Hau ab. Will wegen dir nicht umschalten. Ich weiß, Kampfsperre macht mehr Schaden, aber ich bin halt ja nur zu faul, das durchzuskippen. Da haben wir einen. Da jetzt der erste. Oh Gott, oh Gott. Den beim Rauchen gestört, auch ganz schlimm. Ist es vorbei? So, hier war keiner. Da haben wir den nächsten. Den wir erstmal richtig suchen. Da haben wir den nächsten. So, wieder dran vorbeilaufen. Da ist keiner. Einer fehlt ja nur noch, damit sie uns angezeigt werden. Hier zwischen ist auch keiner. Komm raus, wo immer du dich versteckst. Du musst nur gefunden werden. Aha. So, und der letzte ist... Ja. Voilà. Bleib heute wirklich überall hängen, ist ja der Wahnsinn. Hier ist er. Fusionskern? Die Gießerei-Fanatiker legen sich so schnell nicht mehr mit uns an. Das war heldenhaft. Du hast uns Zeit verschafft, um uns neu aufzustellen und zu überleben. Geh zur Nachbesprechung zurück zu The Pen, aber bleib auf der Hut. Bleib immer auf der Hut. So, wollen wir jetzt nochmal Gas geben? Da kommen noch mehr Fox. Du musst zurückkommen. Schnell. Na gut. Ich sollte jetzt nicht so krass schnell durchversuchen. Mal kurz. Wo hat er mich jetzt hingesetzt? Wiedererkennen? Auf jeden Fall überall da, wo ich nicht hin will. Aua. Das war eine böse Rakete. So, jetzt hier einmal kurz durch. Oh. Wollt ihr einen Raketenwerfer ziehen? Das habe ich gesehen, mein Freund. So, aber jetzt schnell hier durch. Weil Fastnacht dürfte jetzt gerade gestartet sein. Na gut, dann hoffen wir mal, dass wir das mit den Trox gleich gut hinkriegen. Das heißt, ich laufe jetzt straight durch und hoffe, dass dann na, halt alle überleben. Oh, oh, oh. Das kann jetzt gleich richtig nach hinten losgehen. So, erstmal schön Zuckerschock geben. Damit ich permanent rennen kann. Aus dem Weg, Trock. Ach, jetzt bin ich auch noch an dir vorbei hier. Falsche Richtung. So, einmal kurz pieksen. Naja, Fleisch und so. So, einmal kurz Strahlung mitnehmen. Hat nicht ganz geklappt. So, und jetzt nicht immer vor der Linse sitzen hier. Damit ich die auch gut treffe. So. Einfach halten. Ja, tödlich verlässt. Ich bin durchs Gift gelaufen. Vergiss jedes Mal, dass die Dornrüstung nichts aushält. An Gift. Oh, 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 oh. Das
So, das war Hex. Und da haben wir auch schon den Verschlinger. Sondern die. Krieg ich da noch einen hin? Ja, ist schon. Ja, hat er mich erledigt. Na komm, jetzt nicht noch den letzten weg verlieren. Da muss man unbedingt mal eine normale Giftrüstung zulegen hier. Für die Gewerkschaft. Ohne PA. Wo ist er denn jetzt? Ist er ganz nach oben gelaufen? Muss ich mir hier schnell die Stipex drücken? Hör mal auf, du. Ja, natürlich kämpft jetzt. Alter Gift. Ja. Und wie das brennt. Alle verloren. Egal. So, können wir schon mal zu Wicker gehen? Du. Ne, hier, danke. Bitteschön. Danke. Passt. Und dann zu Hex. Danke. Du hast den Appalach. Okay, einen guten Flug. Ah, ich habe prophezeit, das wird sowas von schief gehen. So, jetzt aber ganz schnell Gas geben. 2 Minuten hätte ich denn nur noch. Ob ich das jetzt noch schaffe? Glaube nicht. Bereit. So, auf nach Hause. So, keine Zeit dafür. Ja, komm, mal in. Ja, wissen wir. Immerhin schnell zu Fastnacht. Ja, komm schon. So, ganz schnell Gas geben. Ja, Ereignis beitreten. Muss ich nur angesprochen haben. 1 Minute dürfte ich jetzt noch circa haben, wenn meine Uhr richtig geht. Dann haben wir ja nochmal 6 Minuten, bevor Fastnacht wirklich losgeht. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo ich rauskomme. Ah, direkt neben ihn. 1 Minute 20. Jawohl. Ja, nun komm, sammel zu. Gut, jetzt haben wir nochmal 15 Minuten. Jetzt haben wir es zwar ein bisschen rausgezögert, das Ganze, aber ist nicht so schlimm. So, fangen wir mal wieder an, Eier zu sammeln. 6 hier. 7 da. 6 hier. Mal schnell hier durchgelaufen. 7 hier, das reicht. So, dann können wir noch mal gucken. Dann können wir noch mal gucken. Na, Bienenhaus, das heißt, den aktivieren wir auch schon mal. So. Zack. Einmal das fertig. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir jetzt die Bierkrüge haben. Na, Bierkrüge haben wir diesmal ja. Kann ich hier gleich den einen mitnehmen. Die Geschichte von Helvetia. Hallo, Forschungsassistent. Gleich 2 Stück. Dekoration. Dekoration. Fehler, Fehler. Datei mit Dekorationsanweisungen. Nehme ich hier schon mal die Krüge mit. Fehler. Überbrückung erforderlich, um festgelegtem Umzugsteimer entsprechen zu können. Sie sind nun berechtigt, diesen Raum. Sollte mal die Knarre wechseln. Okay, hier ist nichts.
Pieks, 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 pieks und fertig. Haben wir heute Honig. Jetzt haben wir Herzen. Halt. Nee, diesmal liegen die hier nicht da. So, nächste Honigbestie. Noch kurz zwischenlooten. Rüge abschmeißen. Dann einmal kurz zum Honighaus. Hier. Dann sollen wir mal 6. Nochmal 4. Haben wir 10. Gut, hier haben wir auch nochmal einen Krug. Mal gleich mit. Jetzt vorne die Krüge mitgenommen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. So, die 2 nehmen wir auch nochmal mit. Die 2 nehmen wir auch nochmal mit. Und dann können wir eigentlich alles in einem Schwung abgeben. Das heißt, wir geben erstmal die Porzellankrüge ab, weil der ist ein bisschen weiter weg vom ganzen Umzug. So. Und dann nochmal den Bienenwachs da hinten rein. Dann haben wir das auch fertig. Na, lass mich mal durch hier. So, dann machen wir jetzt mal so, dass wir da eine Nerd Rage drinne kriegen. Das heißt, wir nehmen uns hier mal ein Steak, ein Bissen, Bacon, eine Fliege. Na komm, nehmen wir auch nochmal das hier. Dann nehmen wir noch ein davon, dann nehmen wir noch davon. Weichschale. Fressen wir uns jetzt hier durch den halben Pitboy. Einen Happen können wir uns auch nochmal nehmen. Eine Twist können wir trinken. Skorpion. Energie hatte ich jetzt durch Bärfliege. Na, haben wir ja noch den stärkenden Eintopf, bevor er mir weggammelt. Nochmal Rippchen. Und dann passt das. Eingetroffen. Tausche Außenhöhe im Boden diese gegen festlichen Teilnehmern. Natürlich während des gesamten Fests getragen. Aber wir setzen sie erst kurz vor dem Umzug auf. Ja, komm, setz auf. Der Fastnachtsumzug kann losgehen. Da ich den Umzug anführe, muss ich jetzt los und alle in Bewegung setzen. Frohe Fastnacht! Schöne Fastnacht! Hurra! Na denn, lege los. Setz den Umzug in Bewegung. Eine wunderbare, schöne, frohe Fastnacht. Nicht zurücklaufen, vorwärts. Erkläre ich den Fastnachtsumzug. Hier wird alles eröffnet. Ich nachlasse die Erfolge. Es ist immer faszinierend, dass man trotzdem Erster ist, auch wenn man gehen tut. Da kann man mal merken, wie lahm die eigentlich sind. So, machen wir mal kurz Puff. Nehmen wir jetzt mal heute Radiumgewehr hier. Die gute Tommy Gun. Ach nee, komm. Wenn, dann wollen wir die Maske auch sehen. Wird es ein bisschen schwieriger ist für mich zum Spielen. Puff. Was hatten wir eigentlich auf der Tommy Gun noch drauf? Ne, das ist die falsche.
Das war Crit-Schaden. Crit-Schaden war das. Hätte man eher die nehmen sollen, wa? Hätte ja ein bisschen mehr Grundschaden gehabt als das Sturmgewehr vorhin. Na, wo bleiben die Kröten? Kröten kaputt? Nicht wirklich. So, dann nehmen wir uns hier mal kurz die ganzen Kröten einmal mit. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. So, die haben wir auch alle. Können wir uns da oben schon mal drauf setzen. Ups. Ja, bin mal gespannt, was wir jetzt gleich kriegen. Ja, so viele Splittergranaten. Wie viel Nuka-Colas habe ich denn? Muss ich schon wieder basteln? Nuka. Wild. 45. Ja, doch. Könnte man wieder basteln. So, komm. Euch machen wir jetzt alle mal weg hier. Ratatata. Bis es wehtut. Was? Kritischer Schlag gegen Honigbestie? Wie ich da hinten jetzt die Bombe treffen konnte, keine Ahnung. So. Ne? Böses Huhn. Ne, wo seid ihr denn, Mutantis? Braucht meine Mini-Nukes. Kommt. Ja, mein Bruder. Ich kriege hier alle den Zwatz, aber nicht meine Mutanten, weil keine Mutanten da sind. Und ich drehe mich immer im Kreis hier. Ich bin noch ein Pieper. Da. Da kommt noch einer. Ja, ist aber deutlich besser hier mit Radium. Macht halt nicht so viel Schaden an der Mini-Nuke, dann kann sie nämlich auch nicht in die Luft fliegen. Und dann krieg ich mehr Mini-Nukes. Ja. Bloß wie ich den einen da hinten getroffen haben muss, weiß ich noch nicht. Aha. Da hinten stand sogar noch einer. So, Mini-Atombomben. Ah, hier liegt auch noch einer. Mini-Atombomben. Mini-Atombomben. Und den hier oben, den kriegen wir doch auch nochmal. Voilà. Huckelzuckel. Mini-Atombombe. Und das war sogar eine zu viel. Egal. Das kriegen wir gleich schon wieder rein. So, das Ding ist immer noch im Eimer. Wunderbar. So, dann erschießen wir hier nochmal ein paar Tierchen. Wir schmeißen Granaten, bis da hinten was spawnt. Getroffen. So, komm her hier. Sonst muss immer erst der Rest dran glauben. Na komm, lad nach. Er hat sogar geschafft, meine AP runterzukriegen. So. Schwergewichtsvorschlaghammer. Na, dann gucken wir mal, was wir jetzt noch Schönes kriegen.
Ost im Rahmen unserer prächtigsten Tradition aus Helvetia zu vertreiben. Versammeln wir uns um das Feuer, meine Freunde, während wir die Stadt von der anthropomorphischen Darstellung der Jahreszeit befreien. Verbrennt ihn, 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 verbrennt ihn. So, Vielfraß Roboter mit Stärke und Chem. Nee, nicht so cool. Aber gucken wir mal, was wir jetzt noch an Mäskchen rauskriegen. Schauen wir mal. Schädel. Ah, ist auch nicht so cool. Wir kennen noch mal eine Todeskralle. Oder den Väterchen Frost Powerhelm. Den hätte ich auch gern noch mal. Die sind ja leider, also Väterchen Frost ist noch nicht mal handelbar. Das ist ja das Problem. Gut, aber machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.